Hallo, ihr Wundervollen, hier ist wieder die Patti und heute habe ich eine Kurzbotschaft mitgebracht. Das bedeutet, ich schaue in die Karten, was ist für genau jetzt für dich wichtig zu wissen. Kurz und knackig auf den Punkt gebracht, eine Botschaft aus der geistigen Welt. Denk dran, das ist eine allgemeine Botschaft. Das bedeutet, vielleicht trifft nicht alles zu 100% auf dich zu, aber du bist nicht ohne Grund hier. Hier steckt irgendwas für dich drin, was du hören sollst. Ich mache das Ganze mit dem Rider-Waite-Tarot und habe hier Orakelkarten noch mitgebracht. Und ich weiß, ihr wollt immer wissen, mit was ich lege. Und das ist hier einmal das Prism-Oracle. Dann habe ich hier das Starseed-Orakel. Und dann habe ich noch hier diese kleinen Freunde hier. Das ist das Forest Fae Orakel. Und hier die klassischen Rider-Waite-Karten. Und ich möchte einmal mit den Orakelkarten starten und gucken, was jetzt gerade für dich wichtig ist zu wissen. Okay. Schauen wir mal rein. Was ist gerade jetzt wichtig zu wissen für dich? Was ist die Botschaft für dich? Für genau jetzt. Und dann noch hier. Okay, schauen wir da erstmal rein. Das sind schon mal so die Hauptenergien hier oben. Sternenahnen, verborgene Geheimnisse, verlorene Weisheit, Blick etwas tiefer. Okay, es könnte darauf hindeuten, dass genau jetzt der Zeitpunkt ist, wo du Klarheit in einer Angelegenheit bekommst, wo du irgendwie, wo dir ein Licht aufgeht, ja, wo du irgendwie zu deiner Wahrheit findest in einer Sache, ja. Oder wo du sogar ein Geheimnis lüftest und dadurch wird dir etwas klar, ja? Ich denke, bei den allermeisten wird es in der Hinsicht sein, dass dir ein Licht aufgeht, dass du vielleicht einen Moment der Stille hast. Irgendwie einen Moment, wo du plötzlich für dich so einen Aha-Moment hast und sagst, ah, so sehe ich die Sache, so möchte ich weitermachen. Das hat mich bisher blockiert. Ja, du blickst etwas tiefer. Was blockiert dich gerade wirklich? Du erkennst das wahre Problem einer Sache oder auch die wahre Lösung einer Sache. Ja, es ist wirklich, als würde sich ja der Himmel so ein bisschen lichten für dich. Ja, Kraft haben wir hier liegen, die Kraft. Und es könnte sein, dass diese Sache ja dich lange Zeit sehr viel Kraft gekostet hat. Eine Sache, die dich lange Zeit angestrengt hat, viel von dir verlangt hat, abverlangt hat. Und plötzlich ist es so von einer Sekunde auf die andere, oh mein Gott, so ist es. So kann ich es lösen. So kann ich es verändern. So kann ich es angehen. The Northwood Fae, take time for hibernation and healing. Ja, guck mal an, das ist etwas, was, ja, es bringt etwas in dir in Heilung. Eine Sache, wie gesagt, die hat dich Kraft gekostet, angestrengt. Das war schwierig und plötzlich siehst du klarer und du kommst in die Heilung in dieser Angelegenheit und nimm dir auch die Zeit, ja? Nimm dir den Moment, nimm dir die Zeit, den Raum. Vielleicht möchtest du eine spezielle Meditation machen. Eine spezielle Atemsession, Breathwork-Session. Vielleicht möchtest du dir einen Tag für dich schenken, irgendwie an einem schönen See, einfach mit dir selber und diese Zeit nehmen zur Heilung, zur Erholung auch. So sehe ich das, zur Erholung von dieser Sache, die sehr schwierig war und plötzlich sich löst. Und dann brauchen wir oftmals noch einen Moment, um mit allen Sinnen hinterherzukommen, dass sich plötzlich etwas Schwieriges gelöst hat und wir aufatmen können. Gucken wir mal, was die Tarotkarten sagen. Das ist es noch nicht. Was sagen die Tarotkarten? Die erste Botschaft. Ja, die drei der Münzen. Du arbeitest an etwas und du kommst auf die nächste Stufe. Definitiv.
Hier gibt es etwas, wo du auf die nächste Stufe kommst, wo du schon länger dran arbeitest, wo du schon länger viel gegeben hast, vielleicht auch diszipliniert warst, wo du schon länger verschiedene Möglichkeiten versucht hast zu finden oder immer wieder zu lernen, immer wieder über dich hinauszuwachsen. Und das schaffst du jetzt endlich, ja? Das gelingt dir mit der 3 der Münzen, dass du dich da beweisen kannst und dass das jetzt gerade die Zeit ist, in der du dich beweist. Ja, guck mal, die Sonne geht dann auf, ja? Du beweist dich, es geht aufs nächste Level und plötzlich ist es so wie das Kind. Du wirst dich fühlen wie dieses Kind, wie neu geboren, ja? So, oh mein Gott, ja. Oh, ich kann aufatmen, ich kann mich wieder freuen, ich kann wieder Luft holen, ich kann wieder das Leben genießen. Und jetzt gerade, ja, wo wir auch so ein schönes Wetter in den meisten Teilen Deutschlands haben, ist es so, als würde so das Außen sich in deinem Innern widerspiegeln. Und ja, diese ganzen Wolken, die wir hier sehen, die Wolken, die Schwere, das zieht vorbei und plötzlich lichtet sich der Himmel für dich in einer Sache. Und das ist eine Sache, guck mal an, eine Sache, die wird dir neue Stabilität kreieren. Das ist eine Sache, wo du reifen wirst hin zur Königin. Hin zur Königin und diese Erkenntnis, die du jetzt haben wirst, wahrscheinlich sogar in den nächsten, ich würde sagen, 1 bis 2 Tagen, die Erkenntnis, die du jetzt haben wirst, die lässt dich zum einen reifen zur Königin. Die wird vor allem aber diesen Einfluss auf dich haben, diese Erkenntnis, dass du dich plötzlich wieder angekommen fühlst, dich plötzlich wieder geerdet fühlst, dich plötzlich wieder entspannt fühlst. Die Königin der Münzen, ja, das ist wirklich so, sie ist so entspannt, sie ist verwurzelt, sie, ja, sie macht sich keine Sorgen, sie hat auch Stabilität. Das könnte durchaus auch finanziell mit etwas zu tun haben bei dir, durchaus bei einigen, ja. Dass das für dich bedeutet, du kommst auf ein neues Level finanziell gesehen oder Stabilität im Beruf, kann aber natürlich auch in einer Beziehungsangelegenheit sein, die sehr unsicher war, sehr vage, plötzlich lichtet sich hier etwas und du fühlst dich endlich sicher. Ja, die Königin der Münzen, das ist so eine Frau, die fühlt sich einfach sicher und die muss sich gar nicht schützen. Guck mal, die sitzt in der Natur, die Hasen kommen zu ihr, sie hat da irgendwie überhaupt keinen Schutz um sich herum. Sie ist mit der Natur, mit allem, was so um sie herum ist. Und ja, sie fühlt sich einfach sicher in ihrem Leben. Und das ist genau diese Transformation, die ich hier bei dir sehe. Weil es kommt mir gerade so vor, als würdest du dich jetzt gerade gar nicht sicher fühlen. Ja? Es wäre jetzt gerade ein bisschen viel Unsicherheit. Ja, und guck mal, wenn man sich sicher fühlt, dann kommt die 9 der Kelche. Es kommt dann wirklich dieses, ich kann etwas feiern mit Freunden vielleicht sogar. Ich kann mal, ja, so richtig alle 4 von mir strecken und einfach genießen. Ja, du kommst so in den Genuss. Und ich glaube, lange Zeit war der Genuss für dich nicht möglich wegen dieser Sache. Lange Zeit hast du sehr hart gearbeitet. Du warst streng zu dir. Du hast dich angestrengt. Du hast viel Gewicht getragen, emotional, mental. Und es lichtet sich. Und du kannst wieder genießen. Kann sein, dass du wieder plötzlich Raum hast zu sagen, ach komm, ich gehe aus, ich gehe feiern, ich treffe Freunde. Ja, oder dir selber irgendwie was super Leckeres kochst zu essen. Oder einfach mal die Geduld hast, die Muße hast, gar nichts zu tun. Und einfach mal so sagen, weißt du was? Alle 4 nach oben. Und ich genieße einfach, ich schlafe aus, ich habe gar keinen Stress. Ja, so die Königin der Münzen, die hat keinen Stress. Und du kommst so sehr in den Genuss. Lass mich mal hier gucken. Ja, guck mal, ich habe so das Gefühl, das war eine Zeit, du hast gekämpft, du hast an Dingen festgehalten, du hast versucht, immer wieder mit dem Verstand, ja, dich immer wieder in eine Richtung zu lenken, ganz viel immer versucht, für dich möglich zu machen. Und das war aber nicht so einfach, das war schwer, das war irgendwie, ja, hat sich nicht gut angefühlt, ja. Du wolltest etwas unbedingt. Und es hat vielleicht nicht so leicht geklappt, wie du es dir vorgestellt hast. Und plötzlich lichtet sich das aber, ja. Das lichtet sich plötzlich. Ja, genau. Das lichtet sich und es ist für dich wie ein Neubeginn, ja. Wie ein Neubeginn und du kannst richtig durchatmen. Und das ist wunderschön.
Ja, nimm dir dafür aber Raum, ganz wichtig. Ja, du musst dir schon aktiv den Raum dafür dann nehmen. Wenn du merkst, der Himmel lichtet sich, dann nimm dir auch aktiv den Raum, dass das wirklich arbeiten und heilen kann und du wirklich in den Genuss kommst. Ja, also erlaub dir das. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Ich freue mich, wenn du mir schreibst, gerne auch einen Daumen nach oben geben, den Kanal abonnieren, um keine meiner Legungen zu verpassen. Und dann sage ich danke, dass du eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal, die Patti.